Im Moment habe ich gerade angefangen, ein autobiografisches Buch von einer deutschen Sylvia Bouvenschen, heißt Sarahs Gesetz. Das finde ich interessant, dass eine Frau, die über sich und ihre Liebesbeziehung zu einer anderen Frau schreibt. Ich finde interessant, wie sie das macht. Das habe ich gerade angefangen. Habe ich willig gerade lesen, weil das mit dem Roman zu tun hat, den ich jetzt schreibe, von einer Frau, die heißt Gabriele Gast, wie sie sich nennt, Kundschafterin des Friedens, wie die westdeutsche Justiz sie genannt hat, Spionin. Die hat 16 Jahre beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet, ist aufgestiegen bis zur Regierungsdirektorin, was ein sehr hoher Job ist, und hat die ganze Zeit für die DDR gearbeitet. Finde ich interessant, weil ich das gebrauchen kann. Dann lese ich von einem ist ein argentinischer Autor, der Name fällt mir gleich ein, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Hunger. Das ist so ein Apparat, den habe ich, der liegt da schon. Hat die ganze Welt bereist und ist immer nur in Gegenden gefahren, wo Menschen hungern. Und er hat versucht, das zu beschreiben, ganz, ganz praktisch, ganz deutlich zu beschreiben, und auch versucht, die Gründe dafür zu finden. Ich glaube, dass ihm das auch gelungen ist. Ich habe ihn mal eine halbe Stunde im Radio gehört, deswegen bin ich drauf gekommen, ich habe im Feuilleton, in der Kritik gelesen, dass man ihm jetzt vorhält, er hätte keine Lösungsmöglichkeiten angeboten. Feuilleton, ne? Ganz albern. Also das steht auf dem Zettel. Und dann habe ich mir eine Proust. Ich liebe diese dicken Bände, die kennen Sie auch, also Bildbände. Proust in Wort und Bild oder irgend sowas, oder Josef Roth in Wort und Bild, oder diese großen Bilderbücher über Schriftsteller. Das mache ich gerne. Und da habe ich mir ein Band über Marcel Proust gekauft. Den habe ich erst zur Hälfte studiert, den studiere ich immer noch so nebenbei. Naja, so ungefähr sieht es aus.